Okay, das passt. Jetzt kommt der. Okay. So, jetzt ist die wilde Frage. In welcher Farbe kleiden wir das alles aus? Würde ein Holzdach nice aussehen, aber Dark Oak. Oh. Damn. Okay, das war nicht gut. So. Crafter. Nehmen wir noch 3, 4. So, jetzt sollte das bedeutend schneller gehen. Oh. So, dann sind die Crafter jetzt auch mal, oh Gott, bedeutend schneller. Der hier sollte auch schneller sein. Nice Stein. Dark. Oh. 5000. Oh ja. So. Oh. Vielleicht sollte ich die vorher noch umschreiben. Okay. Bilder. Okay, gucken wir uns mal den Bilder an. Ah, okay, das reicht. Nice. Dann kriegen wir da jetzt ein schönes Holzdach rein. Mal gucken. Oh, was für ein Kuchen denn? Und wieso backst du um 10:30 Kuchen? 2. Oh mein Gott. Ich bin gerade ernsthaft davon ausgegangen, dass du gerade eben, nachdem du nach Hause gekommen bist, dir eine Kuchenmischung angesetzt hast und dir einen Kuchen gebacken hast, damit du ihn um 10:30 abends essen kannst. Aber Palworld macht viel mehr Sinn. Wo wir uns schon seit Tagen drüber unterhalten. Oh mein Gott. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich auch Bock habe auf Kuchen, aber... ich könnte noch nicht mal bei Meckes bestellen, weil die haben schon zu. Und wahrscheinlich jetzt um diese Uhrzeit auch kein Kuchen mehr. Oh mein Gott, wie nice. Also ich muss ja sagen, ich hätte jetzt auch voll Bock auf Kuchen, Alter, das ist so eine Schweinerei. Nice. Ach, das sieht... Das sieht doch alles mega aus. Aha, toll. Ups. Verdammt. Ja, ich glaube, das machst du gerade echt absichtlich und ziemlich gerne mit dem Kuchen und so weiter. Oh. Oh Gott, ist das gemein. Moin. Moin. Oh Gott, wo? Ah, da. Hi. Hi. Mensch, wie siehst du denn schon aus? Ja. Warte mal, kannst du selber suchen gehen dann? Scheiß Magnet. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch einen Magneten an. Was suchst du denn? Ich nicht, kannst du suchen gehen. Ah, Vibranium. Jo, dankeschön. Ja. Hast du das schon gefunden? Ja, sauber. Ja, dann steht nur noch der Bienenzucht das End entgegen und dann kann ich auch Vibranium herstellen. Jo. Und... Nee, ich hab schon ordentlich gesehen, aber nee, das. Cool. Nee, so nebenbei bin ich mal ein bisschen... Ja, nice. Ja, ich versuche so ein bisschen auf aktuellem Stand zu halten und mache dann immer direkt nach dem Stream so ein paar Videos. Ja, es ist sogar noch schlimmer geworden. Aber jetzt habe ich zumindest ein Holzdach. Ein Holzdach? Ja. Oh Gott. Warte, komm mit. Hast du irgendwas mit Fallresistenz? Ja, hast du. Ja. Man kann hier hinten in den Freitod springen. Ja, mit Jetpack ist es ein bisschen schwierig. Ja, deswegen schalte ich das immer zwischendurch aus. Ja, das hier wird die Bienenzuchtanlage. Ja, mit Bienen habe ich das letzte Mal zu tun gehabt, das will ich diesmal nicht. Ja, ich wollte mir erstmal einfach nur entspannt Ressourcen generieren und dann mal andere Mods ausprobieren. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir erstmal mein Loch gebullt und dann so nach und nach jetzt. Ah, cool. Wird ein großer Turm. Auf alle Fälle. Ja, da traue ich mich nicht ran. Der sieht dann aus wie ein Cobblestone-Turm bei mir. Also. Ich brauche eine Menge Konkret. Oh ja. Da kann ich nur. Ich habe viel zu spät gesehen, dass man mittlerweile mit den Water Essenzen auch Concrete herstellen kann. Ich habe es vorher mit den Tanks von Ender-IO gemacht. Aber das hat auch ewig und 3 Tage gedauert. Ja, das kann ich nicht verstehen, das weiß ich. Das ist zwar schon eine Weile her, aber ja. Also ab... Ich hab so einen 3x3-Schrank ausgehoben. Ah, okay. Ja, nice. Wie viel ist das? Oh. Ein bisschen mehr. Wie gesagt, bloß ausgehoben erstmal, bloß angefangen, Concrete schon zu setzen. Mhm. Ein paar Ebenen. Ah. Mit ME mache. Okay, hast du dir einen weißen Fußboden gebaut? Mitunter, ja. Ah, okay, dann habe ich dein Loch gesehen, ja. Cool. Weil die auf der untersten Ebene kommt die Mobfarm dann. Mit was machst du die? Einfach nur mit den Spawnern oder mit Mobgrinder? Spawner und Mobgrinder. Ja, nice. Ja, wollte ich auch noch machen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das dekorationstechnisch umsetzen soll. Ja, das wird schon noch. Boah. Ist ja Zeit. Ja, auf jeden Fall. Ist ja jetzt gerade mal die erste Woche. Okay. Nö, das war ja überwiegend mit ME-Macher, habe ich dann Zwischenetagen drin, wo dann die ganzen Kabel immer langlaufen. Mhm. Ja, habe ich hier auch jetzt gemacht. Also ich mache mir immer drei Blöcke frei zwischen den Etagen. Und dann immer zum Schluss dann Doppelwände. Ja, nee. Ich mache Refined Storage, weil ich ME, da bin ich. Ja. Refined Storage mache ich für die Küche. Aber weil es da den Küchenanschluss gibt, ne? Genau. Ah, ja, das ist auch noch eine Idee. Ich habe hunderte von Kartoffeln im Rucksack. Ja, ich finde das Crafting allgemein mit Refined Storage irgendwie ein bisschen schöner. Aber ME sieht halt irgendwie am Ende doch wiederum geiler aus. Deswegen, weil du viel verteilen kannst. Ja, genau. Ja, das finde ich so schade bei einigen anderen Sachen, dass du einfach keine Verkleidung dafür hast. Genau. Wenn sie bei Vereint mehr Verkleidung bezogen werden, dann würde ich verkleiden. Obwohl, Refined hat ja eigentlich relativ viele Verkleidungen. Ich glaube, du kannst jeden Block als Verkleidung nehmen. Mhm. Nicht? Mhm. Das hat das Wahlverfahren und das auch bloß für die dünnen Kabel. Ja, okay. Ja, und sonst hier, wie heißt das noch? Ich habe sonst immer Frames genommen. Dann einfach die Wallboards. Ja, das geht. Was daran cool ist, ist, wie heißt denn? Es gibt so eine Lichtmod, da kriegst du so Leuchtleisten, die kannst du auf die Frames draufsetzen. Simple Light heißt sie. Ja, genau, die hau ich da später mal runter in den Turm. Ja, mega. Weil da kommen die ganzen Blöcke alles noch. Blöcke, die Leisten und alles. Ja, ja, mit den. Konkret, da brauche ich diese hellen Leuchten. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und ich finde Simple Lights macht auch ein schönes Licht und leuchtet auch ordentlich aus. Nicht so wie die Flares hier. Die Boden, die Ecken und alles richtig schön wie die Leisten zu verzieren. Das finde ich herrlich. Ja, ich auch. Also damit habe ich auch im Anfang des Jahres völlig übertrieben. Und an der Decke kannst du halt die Vierecken so schön. Ja. Ja, hier ist jetzt noch Dirt, aber da... Ja, ich... Ist ja Ausbau. Ja, also das Loch ist heute erst so groß geworden. Ich mache sehr, sehr langsam diesmal. Ja, ich... okay, ich habe 6 Stunden einen Sniffer gesucht, das... ja. Ich bin schon mal froh, dass ich den Anfang von dem E jetzt habe. Ja, sobald man irgendwie ein bisschen... Ich habe mir auch am Anfang das Storage-System von... Oh, wie heißt denn das? Dynamics? Integrated Dynamics? Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, nicht kompliziert, sondern ein bisschen aufwendiger, aber damit habe ich dann erstmal den ersten Storage gemacht. Weil ich mag dieses Truhenwirrwarr nicht. Ja, und später läuft ja wieso alles über Xnet bei mir. Ja, mit Xnet habe ich jetzt bei den Bienen angefangen. Nachdem ich die Mod gefunden habe, ich bin so begeistert davon. Ja, Xnet ist herrlich. Ja, also für wie heißt das, Schönbauen auf jeden Fall. Und auch, was die an Leistung wiedergibt, ist der Wahnsinn. Ja. Dicke Kabel? Ja, du hast ja 2 verschiedene Anschlüsse. Immer die dünnen, also die Anschlüsse nachher. Ah, okay. Ja, nee, doch. Da bin ich direkt auf die Advanced-Konnektoren gegangen. Hm. Also, ich sag mal so, für die Gartenglottchen reichen die dünnen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe sonst... 500.000 FE. Nee, ich habe sonst immer überall die Gates von, wie heißt das, Fluxnet... Nee, von Power draufgeklebt. Ja, hab schon gesehen. Und, ja. Ja, die machen sich schon ganz gut. Ja, die haben halt eine unbegrenzte Übertragungsrate, was ganz cool ist. So. Jetzt bin ich am Überlegen, was ich noch machen wollte. Die ganze Zeit schon mal überlegen, ob ich hier Ender-IO mit haue. Ja, Ender-IO sind ein paar coole Sachen dabei. Aber es ist noch nicht alles da. Nee, ich glaube, der Mod wird auch nicht richtig weiterentwickelt, sondern das ist so... Fans machen den irgendwie weiter. Mhm. Aber was ich cool finde, sind die Glasscheiben. Die konfigurierbaren. Hast du auch schon ein ordentliches Loch hier oben. Ja, das muss ich noch auffüllen. Warum? Sorgt das nicht für Lags? Oder ist das jedes Mal nur, wenn... Okay. Ich war mir nicht sicher. Deswegen bin ich auch bis nach unten durchgegangen. Damit da... Obwohl, das spawnt ja nichts. Deswegen, ja, das spawnt nichts. Und das ist ja nur, wenn jemand hinfliegt. Ja. Oder die lädt null. Okay, nee, dann passt das. Nee, ich habe auch hier überall, wo ich gerenderte oder geforced-loadete Chunks habe, will ich jetzt eigentlich alles mit Dirt irgendwie auffüllen, dass dann da die Performance ein bisschen besser ist. Okay. Dann gibt es dann halt nur oben drauf den schönen Berg. Oh. Schick, schick. Jo. Ich wollte erstmal bloß den Charme vorbeibringen. Ja, herzlichen Dank dafür. Den werde ich auf jeden Fall, ich denke mal, die Tage mal ausprobieren und mal auf Suche gehen. Einfach mal eine Runde durch den Nether fliegen. Ja, oder, ja, nee, den Bilder will ich dann nicht aufstellen. Im Nether dann so ein riesen Loch reinhauen. Nee, flieg lieber durch. Ja, ja, denke ich auch. Und ich brauche irgendwie, ich glaube, vier Blöcke brauche ich und da können die Bienen den Rest machen. Ich habe jetzt bloß hier noch versucht für Spitzhacke. Ah, okay. Hast du schon das Template? Nein. Hast du es jetzt? Ja, bitte, bitte. Da. Deswegen hatte ich den Sniffer gesucht, weil man ja mit den Sassy Bees aus Soul Sand diesen Suspicious Soul Sand machen kann. Und da konnte man halt unendlich viele ausbuddeln. Da fehlt mir doch jetzt das andere noch. Welches? Eusomodium? Willst du das auch haben? Das gerne. Kontrollieren kann man so. Ja, dauert nur einen kleinen Augenblick. Hä? Ah. So. Aber nach Netherite brauche ich ja nicht fragen, das hast du ja an. Ja, bloß das komische Monster im Nether hat mir erstmal 2 Teile meiner Rüstung zerstört. Oh Gott. Ich kann dir die Empfehlung, hier, wie heißt das? Ich melde mich gleich bei dir, René. Ah. Bin mal kurz hier raus aus der Gruppe. Ah. Jetzt auch. Ich kann dir die Verzauberung Unusing empfehlen. Außer du gehst jetzt eh auf Eusomodium, dann ist eh egal. Aber Unusing macht halt ein Durability und dann kannst du es nicht mehr benutzen. Ich weiß. Ich wusste das ja, aber normal bin ich diese Monster halt nicht gewöhnt. Ja. Ich bin auch zu dem Netherite-Ding. Keine Ahnung, ich glaube, ich bin schon 20 Mal gegen das Viech gestorben. Ja, ich wäre eigentlich nicht gestorben, aber irgendwie hang es bei mir und dann habe ich es nicht mehr mitbekommen. Ja, war bei mir dasselbe. Ich hatte volle Lebensbalken und dann zack, tot. Ja. Naja, aber jetzt habe ich genügend Herzen. Das sollte reichen. Ja, mein Schwert war nicht schlecht in dem Sinne. Ah, meins ist komplett crap. Was? Ja, das hat nur Frostbite drauf. Und das macht dem Viech irgendwie 20 Schaden oder so. Guck mal, guck dir das mal an hier. Oh Gott. Die Musik halt noch höher machen. Ah, ihr seid direkt über die Soulforge gegangen, ne? Ach du Scheiße. Und das stell dir mal jetzt vor, wenn ich das hochmache. Ja, und das stelle ich mir vor. Ja, das wird ordentlich reinzimmern. Aber an die Mod wollte ich auch noch ran. Da war ich auch noch nicht dran, nur mit den Spawnern, aber... Das Schwerteteig muss ich gefunden. Ah, okay. Aber die Verzauberung hat alle bewegt. Ja. Ja, hier die Library, habt ihr die schon gemacht? Ja, die habe ich gemacht. Ja, die wollte ich auch noch machen. Und dann mit einem, wie heißt denn das? Von... Industrial Foregoing mit der Enchantment Mover oder wie heißt das? Ne, Enchantment Factory. Ja, das ist für irgendwann später. Ich habe mir die Enchantment Library gemacht. Musste ich ja, dann musste ich erstmal die Bücherregale machen. Boah, erst bin ich Easy Villager ran. Ja, ich auch. Das ist das erste, was ich gemacht habe. Und dann erstmal alle runtergehauen, alle bis auf den Bier runter. Ja, okay, ich habe, bevor ich damit anfangen konnte, hatte ich schon eine unbegrenzte Anzahl an Emeralds. Deswegen, das war dann zum Glück egal. Kann ich dir denn irgendwas Gutes tun? Brauchst du irgendwas? Ich könnte dir Nether Stars anbieten. Jo. Ich dödel so vor mir hin, eigentlich mehr oder weniger hier. Er muss ja auch mal entspanntes Spielen sein. Ja. Weil hier Anfang des Jahres hatte ich schon ATM 9 gespielt und... Ja, ATM 9 hatte ich bis... Warte mal, wie lange hatte ich das gespielt? Bin ich gerade selber am Überlegen. Ich so bis... 80%? Oh, okay. Ich hatte Mechanism durch. Und jetzt wollte ich erstmal die ganzen anderen Sachen machen und dann vielleicht am Ende nochmal Mechanism oder so. Und wo... Das ist ja hier an ATM 9 angrenzt, sag mal. Ja, es ist ja ATM 9 plus VoiceMod. Ja, genau, das dachte ich mir halt auch. Das Einzige, wo ich mich nicht rantraue, ist der Greg's Mod. Oder Greg Tech. Ja, da bin ich auch noch nicht so richtig dran. Da bin ich noch nicht warm geworden mit. Nee, der erschlägt ein. Ja. Aber vielleicht ist das ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob bei den ganzen Maschinen, die man da hat und Produktionsstraßen, die man bauen kann, ob der Server das aushält, wenn das mehr als 2 Leute machen oder so. Wo ist eigentlich dein Baugebiet? Ja, da wo der weiße Konkret ist. Ah, da. Oh. Das ist ja ein richtiger Marker auf der Karte. Ja, ich wusste nicht, in welche Richtung ich geflogen bin, aber okay, ja. Oh Gott. Das ist irgendwie nicht zu erwähnen. Nee, wollte ich auch gerade sagen. Aber interessanterweise, seit dem René und ich uns nicht mehr unterhalten haben, ist der Server auch nicht mehr abgestürzt. Ja, waren viele Leute, die in irgendwelche Richtungen gegangen sind. Ja. Und entweder Strukturen oder irgendwelche Chancen geladen wurden, die den Server zum Absturz gebracht haben. Ah, okay, und dann haben die sich relockt, der Server wollte den Chunk laden und ist dann wieder abgestürzt. Die wurden jetzt zurückgesetzt, sind aber in dieselbe Richtung nochmal gegangen und dann das zweite Mal gekriegt. Ah, okay, interessant. Weil die werden ja wieder zurückgesetzt. Ja. Das ist mir nämlich auch schon mal passiert. Mit Calvin auf dem Server. Ah. Bin ich auch in Richtung Norden in einem bestimmten Schankgebiet gezogen. Und zweimal hintereinander ist der Server gekriegt. Okay, wie weit seid ihr denn nach Norden? In bestimmten Shanks. Ah. Die der Server irgendwie nicht hatte. Entweder kaputte Shanks. Hey, gehe ich mal von aus, ja. Aber ich habe versucht, die zu umfliegen. Deshalb ist dann ein zweites Mal gecrasht. Ja. Oder Strukturen, die der Server nicht aushält. Ja, das glaube ich aber weniger. Ja, da müssen aber komplette Chancen, also mehrere Chancen. Ja. Die kaputt sind. Ja, vielleicht war da mal. Umzug. Die beim Umzug vielleicht wieder passieren wird. Ja, genau. Das könnte ich mir halt auch vorstellen, weil ich weiß nicht, der Server ist ja davor andauernd gecrashed und ich weiß nicht, wo die Leute unterwegs waren und nicht, dass dann die Leute genau, ich weiß nicht, ob alle jemals wieder auf dem Server online waren. Vielleicht hängen die da noch irgendwo fest. Okay. Ja, als ich mich auf den Server eingeloggt habe, war ich unterm Spawn und habe den Server gecrashed. Aber die müssen sich ja erstmal einloggen, ja, um die Stelle wieder zu kommen. Ja, okay, ja. Und die Daten sind ja so gesehen erstmal nicht hinterlegt, solange sie sich nicht einloggen. Mhm. Okay, ja, nee, dann sollte das ja eigentlich nicht passieren. Gut. Ich werde den Fortschritt hier weiter beobachten. Ja, mach das gern. Was ist mit dem Wegstein hier? Achso, der ist jetzt erstmal nur provisorisch. Das ist einfach nur, damit ich zwischen den Bildern hin und her reisen kann. Ohne andauernd den Warpstone zu nutzen. Oh, alles klar. Na, mal gucken, was René da mit seinem Xnet da jetzt macht. Ja, irgendwas mit einer Funkantenne auf jeden Fall. Das habe ich noch nie gemacht bei Xnet. Das mag ich nicht. Ich auch nicht. Ich bin gespannt. Ja, das ist halt eben gesagt, damit kenne ich mich nicht aus. Mache ich nicht. Ja, aber so wie es aussieht, ist das auch einfach nur ein zusätzlicher Channel im Xnet, wo du dann beide verknüpfen kannst über einen Router. Ja, irgendwas wird das sein. Wie gesagt, ich habe mich da noch nie mit auseinandergesetzt, weil ich das nie mochte. Ich habe mich an den Controller gesetzt, fertig, alles eingestellt, läuft. Ja, ich bin so froh, dass man da mit Steuerung C und Steuerung V die Ports setzen kann, sonst würdest du ja bescheuert werden. Okay. Ja, dann frohes Schaffen dir noch. Ja. Dankeschön. Und frohes Schaffen beim Aufnehmen. Ja, danke, ich bin die ganze Zeit dabei und dann ja, hau ich dann morgen wieder Videos raus, aber ich muss da mal was ändern dran. Ja, mach das. Ja. Jo, bis dann. Ciao. Ja. Genau, das mit dem Portal im Nether, im Other, das kenne ich, aber das Other mag ich nicht. Da kann man nicht fliegen. Und ja, mit Mechanism, da wollte ich gucken. Ich muss halt wirklich mal gucken, wie weit unser... wie heißt er gleich noch hier? Wie weit Power uns bringt und dann kann man ja mehr sagen. Oh. 1. Nice. Für Honey haben dann. jetzt gerade nicht wenig. Cage. Ups. Oh, wir kriegen langsam wieder welche rein. Torchflower. So. So. Das wollte ich. 8 Building Blocks. Hier. Building Tools. Den Exchanger würde ich bauen. Kein Tag. Das am besten. Das machen. Oh, ist jetzt nicht zu sehen. Dann 15. Oh, die ist viel zu groß. Auftauchen. Okay, doch nicht. Jetzt weiß ich, was das Problem ist. Hier fängt der Fußboden an. Nice. Ja, das kann man so. Der ist falsch. Der. 79, 1, 79. So. 11? Das ist 11 minus 11? So, Zylinder. So, erstmal Boxen. Ich sehe schon was. 12. Ha. Wart. 11. Knapp. Das war wirklich 110. Okay. Dann. Soll ich jetzt vergessen? Zylinder. Das wird nicht, was wir hier als Baustoff nehmen. White Concrete. Missing 3 und 4. Die Hälfte, also 5000. 73. 4900. 25. 4800. Clearing Query 70, okay. So, 999. Und 108. 4,1 Sphäre. Sorry. Duckeli. Geht's jetzt nach Bilder? Hallo. Das hat ja nicht gereicht. Verdammt. Ja, wir brauchen mehr Sand und Gravel. Wie kriege ich denn am schnellsten Gravel? Also, Richmond, ja. Cutting Board. Machen. Noch hier so ein paar. Okay, ja. Der Rest kann erstmal einfach so gefarmt werden. Xnet. Oh, einer fehlt. Dann machen wir hier unseren Agrikulturteil auch noch hübsch. Wow. Sieht das so kacke aus. Krieg ich's auch noch hin. So. Fangen wir hier an. 1. 2. Steuert von dem Xnet-Controller. Okay. Crafter. Direkt den. Das läuft uns das mal. Hier. Xnet. Dann schließen wir hier wieder ein bisschen erstmal rudimentär. Ganze an. So, jetzt brauchen wir Barrels. Haben wir welche?